Prima, jetzt haben wir die 231,5 Matic hier auf unserer MetaMask im Polygon-Netzwerk. Und jetzt müssen wir nur noch aus diesen Matics Wrapped ETH machen. Also diese 0,055 Wrapped ETH brauchen wir, um diese Eintrittskarte zu kaufen. Und dazu gehen wir jetzt in ein neues Fenster und geben hier quickswap.exchange ein, rufen diese Seite auf und verbinden hier oben unsere MetaMask mit dieser Seite. So, wir stimmen zu, weiter verbinden und schwupp ist diese Seite QuickSwap mit unserer MetaMask verbunden. Das sieht man hier oben. So, und jetzt wollen wir Matics in ETH wandeln. So, wählen die ETH hier aus. Wir geben hier jetzt unseren gewünschten Preis ein, der drüben ankommen soll. Wir brauchen 0,055 ETH, wie es hier eben dort steht. So, und es sind eben umgerechnet 166,1 Matics. Das heißt, hier können wir auf Swap, Confirm, stimmen hier dieser Transaktion zu. Können hier nochmal hier diese Gas Fees und so weiter und so fort sehen. Und klicken auf Bestätigen. Danach können wir hier das Fenster einfach schließen und sehen, okay, hier oben tut sich noch was. Aha, der Swap ist erfolgreich gewesen. Jetzt haben wir noch einen Restbestand von 65,37 Matic auf unserer MetaMask. Das sehen wir dann auch in unserer MetaMask, wenn ich hier draufklicke. Und jetzt werden uns aber diese ETH noch nicht angezeigt, weil diese ETHs nicht eingerichtet waren. Und deswegen gehen wir jetzt auf polygonscan.com und geben hier oben Wrapped ETH ein. Und sehen hier schon gleich, okay, hier oben Wrapped Ether, das ist unser Token. So, klicken auf die Seite drauf, wählen diesen Token aus und hier oben steht die Contract-Adresse. Die kopieren wir einfach, indem wir hier auf den Kopier-Button klicken, gehen zurück in unsere MetaMask, importieren diesen Token hier, fügen hier jetzt diese Adresse ein und das Tokensymbol Wrapped ETH, also WETH und 18, so wie es hier dort steht, wird hier automatisch hinzugefügt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch hier den Kundentoken hinzufügen, Token importieren und wir sehen, siehe da, diese 0,055 Wrapped ETH, die wir gerade getauscht haben, stehen jetzt hier auch. So, das heißt, wir gehen jetzt zurück hier auf OpenSea zu der Eintrittskarte und verbinden jetzt unsere MetaMask mit OpenSea. Okay, klicken hier dann auf Weiter und stimmen hier der Verbindung zu. Und schwupp ist die Seite OpenSea mit unserer MetaMask verbunden. Und hier klicken wir jetzt einfach auf Buy Now, akzeptieren und können jetzt hier, sehen wir das nochmal im Überblick, also dieses NFT, die Trainer der neuen Generation, Eintrittskarte, hier der Preis und wir wollen bezahlen natürlich mit Krypto. Wir stimmen den Nutzungsbedingungen zu, klicken auf Checkout und klicken hier noch auf Unlock. So, Unterschriftsanfrage from Wrapped Ether. Das passt. Wir gehen hier ganz nach unten, drücken hier einmal auf den Pfeil und klicken hier auf Unterschreiben. Und wir sehen Transaktion successful. Jetzt dauert es noch einen kurzen Augenblick und klicke jetzt hier auf Sign Message.
Und dann wird hier nochmal eine Unterschriftsanfrage gestellt. Wir klicken wieder hier auf den Pfeil nach unten, klicken hier auf Unterschreiben. Und ich habe die Eintrittskarte erfolgreich erworben. Wunderbar, ja, sehr cool. Also ich freue mich, dich auf dem Event am 11. und am 12.06. in Frankfurt zu sehen. Bis dahin!